Schauen wir mal, welche Nachrichten die Devisenmärkte am letzten Handelstag der Woche beeinflussen können. Um 6.30 Uhr werden die Yen-Händler die Rede des japanischen Notenbankchefs Haruhiko Kuroda genau beobachten. Italienische Handelsbilanzangaben für April werden um 8 Uhr folgen. Der Überschuss nahm im März drastisch zu und wuchs gegenüber dem Februarniveau von 1,9 Milliarden um fast 200%. Der endgültige Verbraucherpreisindex der Eurozone für Mai wird eine Stunde später zur Verfügung stehen. Laut Vorabschätzungen wird die jährliche Inflation im Euroraum im Mai bei etwa 1,4% liegen, gegenüber den 1,9% im April. Jenseits des Atlantiks werden um 12.30 Uhr die Statistiken über US-Wohnungsbaubeginne und Baugenehmigungen veröffentlicht. Im April sind die entsprechenden Zahlen zurückgegangen, aber die Mai-Publikation dürfte eine Erholung signalisieren. Die vorläufige Umfrage der University of Michigan für Juni schließt diesen eher kurzen Kalender um 14 Uhr. Die Konsumentenstimmung bewegte sich weiter auf dem Hochplateau, das nach Trumps Wahl eingeschlagen wurde. Die endgültige Zahl war im Mai praktisch dieselbe wie im März und April. Ich bin Kais Halil und dies war der Wirtschaftskalender für Freitag. Schauen Sie sich unseren nächsten Bericht mit dem Schwerpunkt auf Montag an. Auf Wiedersehen.